Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Timus MP. Diesmal geht's um die M1602, die ihr bereits gelesen habt oben. Und ja, woher ihr sie bekommt? Ihr bekommt sie für 2300 Bonus-Points oder BP-Points. Auf jeden Fall, BP-Punkte bekommt man durch ZP-Deposit, also ihr müsst ZP, also richtiges Geld, investieren, oder ihr macht eben halt Free-ZP oder euch schenkt jemand ZP. Ja, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ZP haben, also erhalten kann. Entweder durch Kreditkarte, bla 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 bla. Ihr müsst einfach mal auf der Website euch einloggen, dann auf Deposit gehen und dann steht da schon, was für Möglichkeiten es gibt. Und dann müsst ihr einfach mal durchschauen, was ihr machen wollt. Sicherlich habt ihr wissen, dass mehr als 50% von euch, dass man ZP-Deposit machen kann und dadurch BP-Points haben kann. Sicherlich haben auch eine Menge von euch schon die M1602, denn die M1602 ist die günstigste BP-Waffe, die es in Crossfire gibt, bis jetzt noch, also NA. Es gibt auch noch die Skyvic Camo, die AK-47 Silver, sowie die M4-1 Silber. Ja, alles für BP-Punkte, eben halt unterschiedlich. Die M1602 habe ich viermal. Ne, nicht viermal, hatte ich viermal. Jetzt habe ich die elfmal. Frag mich warum, ich weiß nicht. Ich hatte so viel BP, da habe ich einfach mal mir von den M4 Silver, AK-47 Silver, Skyvic Camo, habe ich mir zwei Stück geholt, jeweils zwei Stück. Dann habe ich von der M1602 mir gleich 11 geholt. Oh, kurzer Lag. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, vom Punkt Power her, macht sie an die 34 bis 36 Damage auf den Körper, somit braucht ihr drei Schüsse auf den Körper und in den Kopf braucht ihr nur einen Schuss. Der macht dann 100 Damage, ist ja klar. Kopfschuss, Headshot und ein Schuss. Ja. Von der Munition hat die 35 zu 105 Munition. Ich habe jetzt 35 zu 104. Auch nur durch ein extra Magazin, das ich durch Daily Mission, durch Zombie Mode bekommen habe. Vom Gewicht her ist sie genauso wie die M16 leicht. Zudem ist es meine Lieblings M16. Es gibt ja noch eine normale M16 und eine M16 A3 LMG. Das ist ja wieder schon ein MG. Ja. Sie ist automatisch, mit Rechtsklick bewirkt man leider nicht. Das ist schade. Würde man ranvisieren können, würde das Crossfire mal rein machen, das wäre echt cool. Also, das wäre echt mal klasse. Okay, jetzt mal einmal an die Wand. Vom Aussehen gefällt mir das auch eigentlich ganz gut. Der einzige Merkmal, den sie zur normalen M16 hat, ist eigentlich nur der Frontgriff. Denn der Frontgriff ist, also der vordere Griff, da wo die linke Hand da ist, die auch das Magazin gerade rausgenommen hat, hat jetzt so einen Riss, also so eine Schiene dran, so eine geriffelte Schiene und dann noch so ein extra Griff dran. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall fällt mir das sehr gut, besonders jetzt Nachladen, sieht man auch schön, wie er den Nachladehebel betätigt. Sehr gut gemacht, finde ich. Also, es ist jetzt markant herausgestochen. Zack, nachgeladen. Die Reload Time ist, also die Nachladezeit ist 2,8 Sekunden. Die Waffe allgemein finde ich echt gut. Das ist mit Abstand einer der besten im besten. Also, naja. Es ist eine sehr gute Waffe, ich muss schon sagen. Es war eine sehr lange Reload-Time, aber das passt schon alles. Und ich finde die Waffe einfach nur sehr gut. Ihr solltet sie euch holen, dies zu dem günstig. Also, wer 15 Euro schon sicherlich in Crossfire investiert hat, der bekommt sie sicherlich schon. Denn das ist ja wirklich einfach zu kriegen. So. Ja, dann zeige ich euch einfach mal, dass ich sie erstmal habe. So, okay. Von der ersten, Deck 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Wow, ich habe sie sogar 12 mal. Ich kann echt zählen. Geil. Oder habe ich mich doch? Nee. Ja, auf jeden Fall habe ich sie jetzt 12 mal. Wow, wusste ich gar nicht. Finde ich ja cool. Okay. Okay, ich denke mal, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, vergesst nicht, Benjamin Timo zu abonnieren, genauso wie mich auf meinen neuen Channel. Denn ich change ja meinen Channel, also ich wechsle den. Und ja, deabonniert mich auf meinen alten Tivus LP und abonniert mich auf meinen Tivus LP 97. Ich wollte schon sagen 79, aber ich verwechsel das immer. Und tschüss.